So, okay, gut. Überholen mit dem Formel BMW. Also das gleiche Pain in the Ass wie mit dem GTI. Wenn mich einer, irgendwie schniefe ich gerade, ist egal. Wenn ich einen anfahre, dann, boah, verpasse ich erstmal den Start. Yo, oh, yo, und tschüss. Und tschüss. Das wird ja gar nichts mehr. Wie soll ich die denn noch einholen? Da muss ich ja fahren wie Ayrton Senna. Boah, wie ist der? Michael Vettel oder sowas, ne? War das doch der Schnelle. Hui! Ha! Okay. Ich denke, ich habe diese Lektion nicht beendet und werde sie nochmal starten. Vielleicht starten wir denn auch mal, wenn es grün ist. Das könnte eventuell helfen beim Losfahren. Naja, so viel besser war das jetzt auch nicht. Ah, oh, die haben sich berührt. Die beiden müssen raus. Dann habe ich automatisch gewonnen. Das Problem ist, man muss halt hier wirklich extrem Ideallinie fahren. Weil wenn du hier jetzt nicht Ideallinie fährst und ein bisschen mal irgendeine Kurve enger nimmst und dann beschleunigst, das bricht halt gleich aus, ne? Also das. So schnell wie der ausbricht, könnte das eigentlich ein Driftwagen sein, aber. Nee. Ich weiß auch nicht, ob das hier jetzt eine eigene Folge wird, vielleicht. Wenn das hier jetzt länger dauert. Ja. Mal gucken. Also, die kriege ich auf jeden Fall so nicht. Ich kotze ins Essen. Toll, ich habe auch schon Beschleunigung gemacht, aber so richtig wissen, wie man beschleunigt, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, Alter. Haben wir jetzt Glück? Haben wir jetzt Glück? Boah, Alter, den darf ich jetzt einfach nicht versemmeln, ey. Dann hätte ich Glück, ne? Oh, 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 shit, Alter. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Nein, Alter, ich bin so schlecht. Guck dir das an, wie schlecht ich bin. Das ist unglaublich. Ich bin so schlecht. Oh, jetzt schalte ich auch noch zu früh hoch. Oh, guck dir das an, wie schlecht ich bin. Alter, das war so geschenkt. Das war so ein geschenkter Sieg. Das ist unglaublich. Alter, der bremst hier gar nicht. What the fuck? Oh Mann, ey, das war so geschenkt. Yo, und auf die Curve. Boah, Alter. Oh, die gleiche Ecke. Mann. Also so richtig hinkriegen tue ich das mit dem Start auch noch nicht. Ja, die sind immer gleich da vorne, die alten Pissköppe. Huh. Ich fahre ja auch nicht Ideallinie. Ich fahre ja auch viel zu eng rein. Ja, dann kann ich es ja eigentlich schon wieder vergessen. Ich habe noch nicht eine Runde hier gefahren, hier im Rennen. So, es war immer vorher für den Arsch. Ach ja, ach ja.
Ich habe das Zeitlimit überschritten. Naja, wenigstens bin ich ins Ziel gekommen. Also komplett Vollgas hilft auf jeden Fall. So. Es ist nicht so wie bei den anderen Autos, wo komplett Vollgas das noch ein bisschen schlimmer macht, sondern du musst hier wirklich, wirklich richtig ballern, Alter. Und da war ich, die Kurve davor habe ich nicht richtig gekriegt, und dann kommst du die nächste, kommst du nicht richtig rein, und dann sind sie weg. Und dann sind sie weg! Mann! Eine schöne Sekunde schneller als eben. Ich weiß nicht, ob mir das was hilft. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas rausholen kann. Das sieht ziemlich scheiße aus. Ah ja, das sieht ziemlich scheiße aus. Ich glaube, wir beenden diese Farce. Okay, ich bin kein Formelfahrer. Ich bin einfach kein Formelfahrer. Ja, du hast diese Lektion nicht beendet. Naja, man kann ja auch nicht alles können, ne? Okay, ich würde sagen, man sieht sich einfach bei der nächsten Folge, und dann gucken wir mal, was die Fahrschule und sonst noch so bietet. Bis denn, ciao!